Moin Moin und willkommen zurück hier zur fünften Folge von The Last of Us. Und wir wollen mal mit Bill hier durch die Gegend laufen und sammeln erstmal ein paar Sachen ein hier. Dann hat hier so ein paar Sachen liegen und damit dürfen wir anscheinend uns ein bisschen eindecken. Egal was er hier hat, wir sammeln jetzt einfach alles ein, was er hat. Ich muss ihn visieren und sagen, okay. Geh ihm einfach aus dem Weg. Gut, hier können wir auf jeden Fall ein paar Sachen kommen. Hier haben wir einsam durch, das ist noch was. Auch noch mit. Gut, da können wir noch ein paar Waffen draus bauen. Das tauschen wir direkt. Ein stärkeres Rohr haben. Hier ist eine Karte. Okay. Nehmen wir mit. Das wäre eine Werkzeugbank, ist es gar nicht. Komm nicht rein. Unsere Dings-Sachen sind voll. Ist echt, unser Gewehr ist voll. Ich kann nicht immer einen Schuss zur Zeit rein. Naja, okay. Gut, was gibt's hier noch? Sharpening. Verbesserte Halber von Klingen schärfen. Ein geschärfter Klinge reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden und Punktieren und erhöht somit die Lebensdauer der Klinge. Okay. Messer verbessert. Oh, guck mal, unser Messerback erhöht sich. Drücke zum Anzeigen. Also, wenn wir jetzt ein Messer bauen, hält die länger. Okay. Ups, trotzdem mal. Einen nehmen wir auch nochmal. Und hier bauen wir noch einen. Okay, das hätte ich bauen können, habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Na egal. Müssen wir ein bisschen hinterhergehen, glaube ich. Okay, Ellie, los, komm. Lass die Tür nicht offen. Ich mach schon. Wir müssen zu dem Gebäude rüber. Die Treppe hoch. Beeilung. Bleib. Dicht bei mir. Unglaublich, dass du den Scheiß mitmachst, Bill. Du hättest es einfach sein lassen sollen. Mal. Du hast nicht übertrieben. Ja, er ist einmalig. Und hier gucken wir uns alles an, ja? Mal kurz um. Naja, aber für uns vielleicht. Danke. Eine Gruppe Hunter ist in der Stadt gefährlich nahe gekommen. Zum Glück hat ein Rudel infiziert, sie davon gejagt. Okay. Also in was für einer Scheiße steckst du? Und wo ist Ted? Das ist dein Job. Eine einfache Lieferung. Und was sollst du abliefern? Die kleine Göre. Du mich auch. Naja, ich hoffe, du weißt, was du tust. Der Typ und ich werden keine Freunde. Also, wo geht's hin, Bill? In mein Zweitversteck. Eher ein Waffenlager. Was? Ich dachte, wir machen ein Auto klar. Wir? Du kennst dich mit Autos? Bill, komm! Wie ich schon sagte, wir müssen zur anderen Seite der Stadt. Dahin gehe ich sonst nicht. Da sind alle infiziert. Also brauchen wir mehr Waffen. Okay. Das macht Sinn. Ist noch was drin da hinten vielleicht? Nee. Da drin ist was. Oh, darum wollen wir uns noch kümmern. Entspannt euch alle bitte. Sag mal, du hast noch nicht erzählt, was mit Tessel. Ich dachte immer, ihr zwei seid unzertrennlich. Beschäftigt. Ihr hört sich. Okay. An, als gäb's Ärger im Paradies. Ja, sowas in der Art. Ist aber nichts. Okay, dann mal los. Oh, guck mal, hier sitzt noch einer, wartet im Auto. Oder auch nicht.
Und warum repariert ihr nicht eins von diesen Autos? Oh mein Gott, du bist ein Genie. Ich meine, warum bloß? Warum habe ich nie eins von diesen Autos repariert? Okay, sei nicht so ein Arsch. Ihre Reifen sind hin, die Batterien sind leer. War's das jetzt? Und ich will gar nicht wissen, wie es in den Motorblöcken aussieht. Neue Autobatterien gibt es nur noch beim Militär. Verdammt nochmal! Infizierte! Mist! Macht euch bereit! Boah. Ja, super, ey. Das hat sich ja mal wieder richtig gelohnt für mich hier, gleich einen Kopf abgebissen zu bekommen. Der Affe, ey. Oh. Oh, verdammt. Ah. Okay. Ich muss nicht gleich so viele kommen. Wir müssen noch mal kurz Gegenangriff machen. Wir sind viele gerade. Was wir verloren, was wir gebrauchen können? Scheint nicht. Okay. Ich muss die Barrikaden prüfen. Wenn man die Dinge schleifen lässt, wird man es bereuen. Du weißt, was das heißt. Das ganze Zeug aus dem Lager holen und zum Osten. Das führt in Selbstgespräche. Mal wieder. Und dann muss man. Bill? Joel? Hier lang. Und weiter geht's. Können wir hier mal rein und gucken, ob wir da was finden? Du hast dir ein krasses Versteck ausgesucht, was? Weißt du, so schlimm die Dinger sind, man weiß, was sie wollen. Die normalen Leute machen mir Angst. Gerade du solltest das verstehen. Was das glaube ich. Heißen? Gar nicht. Hält sie das Tor wirklich auf? Ja, siehst du, sie haben keinen Schlüssel. Also, wo lang? Wir sind da. Es ist im Keller. Okay. Okay, hier runter. Tja, da sind wir. Du fasst hier drin nichts an. Und du machst die Tür zu. Er ist eigentlich ein freundliches Kerlchen. Na dann mal los. Ah, ah. Was? Ich brauche eine Waffe. Brauchst du nicht. Joel, ich komme schon damit zurecht. Nein. Du bleibst hier. Toll. Dann warte ich einfach, bis es mich erwischt. Das hier muss echt der beschissenste Job sein, den du je hattest. Das kommt hin. Was zum Teufel sagt Tess zu dieser Selbstmordmission? Das war ihre Idee. Ehrlich? Dann ist die Braut wohl doch nicht so schlau, wie ich dachte. Na, scheiß drauf. Im Ernst, bring die Kleine dahin zurück, wo sie herkommt. Bill, ich kann sie nicht einfach zurückbringen. Dann schick sie weg, lass sie eben allein gehen. Ich sag dir jetzt mal was. Es gab mal jemanden, der mir wirklich sehr wichtig war, weißt du? Mein Partner. Ich hab mich eben um ihn gekümmert. Und in dieser Welt bringt dir so ein Scheiß nur eins ein. Du gehst drauf. Und weißt du was? Von da an hab ich's geschnallt. Ich bin alleine echt besser dran. Bill, so ist das nicht. Schwachsinn. Es ist ganz genau so. Hey! Was habe ich dir auf der Treppe gesagt? Was habe ich gesagt? Räum hier doch nur deinen ganzen Scheiß auf. Finger weg! Verdammt nochmal. Wenn du sie weiter an der Backe hast, wird dir das irgendwann das Genick Bill. Brechen. Können wir das jetzt bitte einfach durchziehen? Hier. Wir ziehen das durch. Eine Schrotflinte, auch nicht schlecht. Neue okay, Waffe. Okay, bevor wir weitermachen, ich hab da was, das du sehen musst. Und zwar? Mein allerneuestes Spielzeug.
Das ist eine Nagelbombe. Du musst sehr vorsichtig sein. Sie geht hoch und zerfetzt alles in ihrer Nähe. Okay. Nicht schlecht. So, Schrotflinten und Bomben. Und was machen wir damit? Tja, alle paar Wochen zieht das Militär hier durch die Straßen. Ich nehme an, sie suchen nach Vorräten. Mann, es ist Wahnsinn, was sie alles übersehen. Jedenfalls. Vor ein paar Monaten fuhren sie hier durch und wurden von Infizierten überrannt. Die belagerten den Truck. Der fährt prompt gegen die Wand der Schule. Da steht er noch mit der Batterie. Wir holen die Batterie also für ein anderes Auto. Bingo. Ich wollte sie holen, aber es schien zu gefährlich bei den ganzen Infizierten hier. Ah, mein Werkzeug kommt. Joel braucht ein Auto. Und wenn sie kaputt ist? Nee, die Trucks sind wie Panzer. Sie wartet auf uns. Das könnte klappen. Okay. Weil sie viel eingesammelt, wir haben ein Werkzeug bekommen. Damit wir irgendwie mehr Sachen machen können jetzt, anscheinend. Oder vielleicht kosten die auch nicht mehr so viel. Ich habe es gerade nicht gelesen. Heiltempo geht schneller, Fertigungszeit ist schneller, Lauschenmodus. So, wir gehen mal hier rüber zur Werkbank. Gucken mal, ob wir da irgendwas. Okay, dann mal los. Können. Wenn wir irgendwas haben, was ein bisschen effektiver ist. Okay, erstelle ein zusätzliches Platz im Waffenkreuz, um schnell ein zweites Gewehr zu ziehen. Okay, können wir nicht machen. Brauchen wir was Größeres für. Hier könnte man was reinbauen. Auf hier machen wir mal das Zieltempo schneller. So. Ja, mal gucken, was wir damit machen können. Also ich meine, irgendwann wird Ellie ja eine Waffe bekommen. Das wird wahrscheinlich die hier sein. Und die Reichweite der Waffe ist auch nicht schlecht. Machen wir auch mal gleich besser. Ich mag ja Bögen irgendwie. Da putzt das nur. Das reicht schon. Jetzt ist sie besser. Auch geil. Gut. So geht es doch. Warte, ich habe gerade. Ne, warte, ich wollte mal kurz gucken, irgendwas. Das ist ein guter Platz. Wofür war denn jetzt gerade die Waffenerweiterung, die wir oder diese das Werkzeug, was wir bekommen haben? Konnten wir damit auch irgendwas machen? Mal gucken, was wir dafür brauchen, ne? Ach, guck mal, er fordert ein so ein Werkzeug und das. Okay, gut. Wissen wir, wofür das ist? Ja. Sieht gut aus. Ja, kurz und kurz bei der Waffe hier. Oh, ich kann auch, warte mal, ich kann auch die andere Waffe erstmal benutzen, ne? Ich schwöre dir, wenn du was geklaut hast. Mann, der soll mal den Stock aus dem Arsch nehmen. Joel, ja, du behältst sie doch im Auge, oder? Ich pass auf. Hier liegt nur ein Brett. Da ist nichts wirklich, was wir mitnehmen können. Die Dialoge sind gar recht witzig zwischendurch immer, ne? Das ist eine alte Kapelle. Schön hast du es hier. Tja, wenn du was zu beichten hast, bist du hier genau richtig. Okay, Zeit zu packen. Okay, hier ist auch nichts mehr, was wir mitnehmen können, ne? Nö. Ellie, komm schon. Dort, da ist die Schule. Okay. Bereit? Werden wir sehen. Oh, hier ein Barbecue. Hinter dem Tor kenne ich mich überhaupt nicht aus. Kein Thema.
Hey, hey, habt ihr es gehört? Seid ruhig. Okay. Das war jetzt nicht das Cleverste von mir. Gebe ich zu. Keine Glanzleistung. Aber egal. Oh, hier haben wir Munition. Nehmen wir mit. Hätte man die Schrotflinte benutzen sollen vielleicht. Na egal. Da. Na, die Waffe erstmal wieder. Na, die Pumpgun. Da ist noch mehr. Okay. Oh, ich hatte doch geschossen. Okay, aber es war auch dumm, das so zu machen. Denn das müssen wir anders machen. Sonst haben wir ja gar keine Munition mehr. Gleich habe ich alles verballert. Ich glaube, die Munition sollten wir schon für was anderes aufbewahren. Also lass uns das nochmal machen und diesmal cleverer. Okay. Die beiden können wir eigentlich relativ lautlos killen. Glaube ich. Die sind auch echt widerliche Dinger, muss man sagen. Okay. Messer haben wir jetzt nicht mehr, aber wir können noch eins bauen vielleicht. Ja, eins kann man auf jeden Fall bauen. Das hält ja auch ein bisschen besser. Wir könnten mal diese Bombe legen. Warte mal. Das machen wir einfach mal. Testen wir mal, wie gut die funktioniert. Okay. Einer ist zumindest weg. Und da ist auch noch einer, okay. Wir müssen da leider durch, ne? Komplett. Das ist natürlich echt ärgerlich. Aber das müssen wir jetzt irgendwie hinkriegen.
hier längs schleichen können. Da unten ist noch ein Klicker. Und da hinten läuft noch ein Klicker. Okay, dann kommen beide. Das war jetzt nicht so gedacht. So war es jetzt nicht gedacht, aber egal. So geht's auch. Ich glaube, das war's. Sehr gut. Wir sind noch nicht sicher. Dass ich mit dem Stein so niedermetzeln konnte, wusste ich leider nicht. Ziemlich gut. Moment. Ich habe einen Schlüssel. Alles gut. Wir sollten sehr leise sein. Das heißt, den Stein nehmen auf jeden Fall wieder mit. Wenn das so einfach funktioniert, machen wir es noch ein paar Mal. Ganz mal gut. Ruhig. Den aber auch gleich killen da. Du hast vorhin nicht übertrieben, oder? Also dann müssen wir alle killen hier, glaube ich. Sonst kommen wir hier niemals gesund durch. Hier müssen wir nicht längs. Da ist ein Klicker hier drin, ne? Da. Da ist ein Klicker, okay. Da steht ein Gartenzwerg hier vorne. Der ist ja süß. Kann man leider nicht kaputt machen. Okay, sind ein paar von den Klickern. Ob es hier einen anderen Weg reingeht. Ein bisschen futti. Da ist eine Flasche. Kann ich die mit der Flasche auch umbringen? Wahrscheinlich nicht, ne? Mit dem Stein geht es wahrscheinlich ganz gut. Mit der Flasche wird es wahrscheinlich nicht so gut gehen. Firefly-Abzeichen. Hätten wir auch reinkommen können. Da ist ein Backstein, das tauschen wir mal. Der Backstein ist doch schon unser bester Freund. Oder besserer Freund, nicht der Beste, aber besserer. Gehen wir kurz hier runter. Obwohl da steht einfach noch ein Grill. Nee, nur die Flasche. Man ist ein bisschen angespannt bei dem Spiel. Also durchgehend irgendwie. Weil man jede Zeit Angst hat, dass man... Ist nur der eine da? Das ist natürlich ganz nett. Ellie, du bist ein bisschen im Weg. Oh,
Ich liebe diese Backsteine. Die sind perfekt. Lenk ihn ab. Ach so, du bist in der. Das geht auch so. Die, da verballere ich keine Patrone für die Affen, für die Runner da. Hm. Wenn ich auch eine Waffe hätte, könnte ich auch ein paar erledigen. Sie hat ja nun mal recht. Hm, lass mal hier unten reingehen und gucken. Also eine Batterie finde ich jetzt hier nicht. Da liegen einfach nur hammer viele Schraubenzieher, die ich natürlich nicht nehmen kann, weil ist ja kein Messer, ne? Hm. Viel ist jetzt nicht hier gefunden worden. Gucken wir da drüben was finden. Geh erstmal hier rein. Cooler Billardtisch. Wie wär's damit? Hier lang. Sie ist von drinnen verriegelt. Wie wäre es denn damit? Was, die Katzentür? Joel, das ist dein Ding. Sei sehr vorsichtig. Na klar. Der Riegel ist nur ein Band, oder nicht? Schlecht. Okay, Bill. Haben wir noch mehr von diesen Klickerdingern? Ich dachte, ich könnte jetzt auch hier reingehen und nicht hier sehen. Okay, wir kontrollieren erstmal alles hier durch, bevor wir da weiter zum Klickerding gehen. Ich kann aber, glaube ich, nur lange drücken, dann da alles einmal auf. So war das, glaube ich, ne? Okay, hier oben nochmal gucken. Hier ist ein Fläschchen. Da ist auch ein Fläschchen, aber liegt noch was anderes. Was ist das? Lecker, lecker. Yummy, yummy, my tummy. Achso, warte mal, lass uns hier die Flasche noch mitnehmen. Sonst habe ich mich gerade nicht. Und den tauschen wir auch aus kurz. Besser auf jeden Fall als das andere Ding. Gut. Ah, warte. Und das ist noch besser. Backstein. Ich müsste mit der Flasche mal ausprobieren, ob ich einen Klicker erledigen kann bei der Flasche. Ich glaube aber fast nicht. Aber egal. Hä? So. Okay. Sie haben uns nicht gesehen. In Deckung bleiben. Vorsichtig. Zwei Klicker sind das, okay. Okay. Naja, so ist ein Schuss gar nicht so schlecht. Ist das Bild? Es ist nicht mehr weit. Wir müssen es schnell durchziehen. Reingehen, Batterie holen, verschwinden. Ich will da nicht in der Falle sitzen. Okay, verstehe. Na gut, da haben wir schon einiges erledigt hier, oder? Hm. Ich gucke mal, ob ich hier irgendwas einsammeln kann. Ich muss leider alles einsammeln, weil man ja wirklich nicht viele Sachen hat hier. Und die Ressourcen sind wirklich knapp. Da macht das schon Sinn, ne? Sollen wir nach oben gehen? Können wir nicht. Hier ist, hier ist eine Gitarre. Okay. Aber hier ist noch was drin. Da. Ein bisschen Munition. Da war ein bisschen Tape. Hier ist noch Tape. Der liegt hier nicht. Nö. War er hier schon drin? Ja, okay, war er schon. Ah. Gar nicht so leicht hier. So. Okay, los, hoch jetzt. Aufs Wohnmobil und rüber. Das sollte reichen. Na los, na los, na los! Ah, okay. Wer hat komm, das komm hier noch durch?
Nein. Aber ich kann mir schon denken, wer den Weg nutzen könnte. Die Schule ist hier nebenan. Gehen wir rein. Komm, ja. Ellie. Wir gehen ja trotzdem mal da oben hoch, kurz vorher. Gucken, ob da was drin ist. Jeden Schuppen kontrollieren. Denn es könnte ja immer noch irgendwas sein, was wir irgendwas brauchen. Hier zum Beispiel. Das ist voll. Okay, was können wir noch bauen hier? Gucken, was das voll ist. Molotow, wir könnten Sprengbombe bauen, wir können Messer bauen. Aber ich baue auf jeden Fall nochmal Messer. Die Messer sind immer sehr wirkungsvoll. Ach, wir haben eine Brandbombe. Können noch eine bauen, komm. Wir haben noch zwei von den anderen, können wir das direkt mitnehmen hier, oder? Perfekt. Ja, ich brauche keine Brandbombe jetzt. Dann geht's nicht weiter, müssen hier durch. Der Pool sieht auch ein bisschen unaufgeräumt aus. Machen wir so. Huch. Mitnehmen. Hier liegt auch noch was. Okay, wir sind sicher. Im Moment. Verdammte Dinger. Krass, haben wir noch ein Messer bekommen. Keine, oh, hier sind noch Pfeile. Ja. Nein, alles klar. Alles okay. Achso, er weiß noch gar nicht mit ihr, ne? Sie schon. Ihr kann es egal sein, ob sie gebissen wird oder nicht. Hilf mir hier mal kurz. Warte, ich gehe kurz nach oben. Wenn wir schon im Haus sind, den kontrollieren wir hier alles. Okay, ich glaube, meine Waffen sind wirklich langsam voll hier. Da gibt es leider nur 7 Schuss für. Buschlohnfälle gibt es auch nicht so viele. Die sind voll hier, okay. Was ist das? Jetzt ist offiziell die Schule bleibt bis auf weiteres geschlossen. Ah, okay. Da freut er sich, dass er keine Hausaufgaben machen muss. Haha. Und wir wissen alle, was das bedeutet. Hey, hast du kurz Zeit? Ja, was denn? Ja? Ich wollte sagen, dass es mir leid tut. Wegen Tess. Das war's. Ich fange nicht wieder davon an. Ellie, mach dir keine Sorgen um mich. Wir sollten nach Bill sehen. Okay. Wahrscheinlich hier durch, ne? Okay. Los geht's. Was habe ich gesagt? Da ist der Truck. Ragt aus der Schule raus. Los. Okay. Da hinten sind einige. Wir müssen leise sein. Ja. Ich kann mir die auch einfach killen. Leise. Ich möchte nicht alle killen, aber es geht ja anscheinend nicht anders. Ja, die werden ja eh keine Menschen mehr werden, ne? Mal ganz ab. Ich habe gar keine Waffen hier irgendwie. Ellie, lauf! Lauf! Oh, sie kommen von überall!
Scheiße! Oh, okay. Das waren zu viele. Mm. Ärgerlich, ärgerlich. Aber sind eigentlich ganz gut vorangekommen, oder? Wir sollten natürlich alle normal killen, ne? Aber du bist nur hier, okay. Gehen wir hier lang. Ne, können wir gar nicht, da können wir nicht durch, das ist Stacheldraht. Okay. Ellie, lauf, lauf! Sie kommt von überall! Scheiße! Oh. Sprint, 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 sprint! Shit, ey. Die ganze Rate versaut mit dem. Einfacher als gedacht. Sie müssen woanders stecken. Na, wir sollten nichts riskieren. Wie kommen wir rein? Das ist die Frage. Haben die was fallen gelassen hier denn jedenfalls? Wahrscheinlich gar nichts, ne? Oder? Nein. Ärgerlich. Na gut. Da liegt eine Leiter auf dem Bus. Hilf mir da hoch, dann hole ich sie. Ach, die hat sie gesehen. Okay. Ja, ja, komm. Vielleicht brauchst du echt mal langsam eine Waffe. Vorsichtig da. Danke, Bill. Alles okay. Wir müssen nur zur Motorhaube kommen. Oh, ich bin auf Ellie gelandet, glaube ich. Gut. Jetzt die Frage, ob die Tür hier aufgeht. Hört ihr das? Sie kommt. Schnell, ihr Kleine. Verdammt, verschlossen! Okay. Wir gehen schnell rein, wir holen uns die Batterie und wir machen, dass wir hier wegkommen. Oh Mist! Die drücken gegen den Zaun hier drüben! Er wird dich halten! Los, 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 ihr zwei, lauf! Enge Kiste, enge Kiste. Bist du jetzt so weit? Was? Es ist leer, verdammt! Leute! Wohin? Bill, wohin? Erstmal weg hier! Wir müssen raus hier! Komm mit! Wir schleichen uns hinten raus. Ihr zwei folgt mir. Ich bringe uns hier raus. Na dann los. Oh nein, der Falsche. Ich dachte, ich hätte noch einen. Ich dachte, ich hätte noch einen Schlagstock oder irgendwas in der Hand. Okay, das war dumm. Okay, wir brauchen auf jeden Fall einen Stein, der hier oben lag. Ja.
Shit, ey. Das ist die falsche Richtung. Hier lang. Ja, ich wollte doch nur mal gucken. Mann, ey. Verdammt, ey. Oh Gott sei Dank. Darf nicht gegen alles kämpfen, ne? Weiter so. Die gehen auf jeden Fall mit. Das ist eine schöne Spitze dran. Haben wir alles. Verdammte Achse, das war jetzt ehrlich. Man verballert jetzt gerade so viel Munition, das will ich gar nicht. Muss ich schon aufpassen hier. Halt. Gleich Munition eingesammelt. Da können wir lang. Den Flur runter. Okay, warte mal. Dumme Kuh, ey. Hast du einen schönen Baseballschläger verballert? Ärgerlich. Halt. Dafür aber schön gute Munition wieder bekommen, ne? Alles erledigt. Okay. Wie viele noch kommen, ne? Hilf mir mal damit. Bereit? Komm schon, Scheiße! Da sind noch mehr! Türen versperrt! Ah, Turnhalle. Turnhalle ist immer gut. Das wird sie nicht lange auf. Shit. Klingt nicht gut. Oh, wer ist er denn? Oh nein. Verdammt, was ist das denn? Ein verdammter Block! Ein was? Ellie, ich denke, wie macht das? Ah! Oh. Verdammt, was ist das? Ich halte mich fern davon. Oh nein! Verdammte Axt! Okay, okay, den müssen wir noch wegkriegen, den Bloater da. Da kommen noch andere, okay, die habe ich nicht gesehen. Nein! Da reißt mir aber mal den Arsch auf da. Das war ein bisschen hart gerade, aber na gut. Okay. Nochmal. Scheiße Zeug da. Ja.
Ah, verdammt. So, das war's für ihn, oder? Ja, was fallen gelassen, was wir gebrauchen können? Auf jeden Fall ein Arztset zum Beispiel. Er ist schon sehr lange infiziert. Wir nennen sie Bloater. Bloater. Okay, verstanden. Ich unterbreche nur ungern die Aufklärungsstunde, aber können wir endlich hier weg? Bitte? Na, lass mir einmal die Munition hier einsammeln, du Affe. Klettern wir auf die Tribüne. Hilf mir rauf, Joel. Guck mal hier. Das ist doch hier fast so ein... fast so eine kleine Schatzkammer. Ich helfe dir sofort. Oder lass mich doch einmal gucken, ob ich mal Munition oder irgendwas hier finde. Was uns vielleicht noch weiterhilft im Verlauf des Spiels. Ja, das komm, ich helfe dir auch. Okay, gehen wir, Leute. Okay. Los geht's. Ziemlich cool. Gut, komm schon, kommt. Joel, hinter dir! Verdammte Scheiße! Oh, Scheiße! Okay, okay! Okay. Oh, ich hasse diese Dinger. Ich auch. Okay, ich... geschafft, dann los. Komm hoch hier. Da. Nehme ich mal mit. Gut, ich komme. Zieh mich hoch. Okay. Hier lang! Wir sind leichte Beute. Hier ist noch eine Leiche. Lauf weiter. Ich bin hinter dir. Oh. Geh da rüber. Aber leider. Leider können sie anscheinend nicht aufstellen und reinkommen, oder was? Na, das lief ja toll. Okay, ich gehe und sehe mich hier hinten um. Bell, irgendjemand war schon hier. Mein Zeug ist weg. Okay, und was verdammt ist Plan B? Sei du lieber dankbar, dass du noch atmest. Das hier war Plan A, B, C, komplett bis Z. Und überhaupt, sag Tess, sie kann lass sich den Job... Lass Tess da raus! Ganz das hat nicht ihren... mit! Scheiße. Hm. Kennst du etwa diesen Typen? Frank. Und wer ist Frank? Er war mein Partner. Nur ein Volltrottel wie er würde so ein Hemd tragen. Scheiße. Das sind Bisse. Hier und er wollte sich bestimmt nicht verwandeln, also. Ja, scheint so. Na, scheiß drauf. Na, was ist dann los? Schaut mal, Jungs. Das Ding läuft noch. Das ist meine Batterie. Das verdammte Arschloch. Steig aus. Steig aus. Okay. Mann. Die Batterie ist leer, aber die Zellen sind noch okay. Das heißt? Das heißt, wir schieben, wir starten und die Lichtmaschine lädt die Batterie. Und das soll gehen? Hey, du wolltest einen Plan B. Mehr ist eben nicht drin. Was meinst du? Ich meine, du fährst und wir schieben.
Himmel. Das gehört auch mir. Jetzt gehört's mir. Also was? Du hast mein Zeug geklaut und bist weg? Ist es so, Frank? Du solltest das Haus durchsuchen. Hier gibt's bestimmt noch was. Gute Idee. Auf jeden Fall. Das machen wir auch. Das machen wir erst beim nächsten Mal und dann fahren wir mit dem Wagen los. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss.